Hallo Minecraft-Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mal versucht, so viele wie möglich mit zusammenzukriegen. Das hat tatsächlich funktioniert. Es fehlt eigentlich nur noch ein einziger, wenn ich mich recht entsinne. Hat er Ja. versucht? Ja, hat er Ruby. versucht. Die sind alle zugelaufen gekommen. Die wollten alle mit aufnehmen. Und er sagt, hat er versucht. Ja, Ha, du komm. Spinner. Ich finde es geil, dass mal so viele jetzt dabei sind. Ja, Und ich ihr kann natürlich könntet auch. auch mal Ja, alle Hallo natürlich. sagen. Hallo. Hallo. Auch hallo an meine Zuschauer. Ich bin Genau. dabei. Bei Hallo, mir liebe auch. Liebenden. Ich bin auch wieder So. dabei. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich gern mal etwas machen. Und zwar die Regeln für die Männer-WG einblenden. Und Aha. Ben ist da mal so freundlich und liest die dann mal vor. 11 Gebote der Männer-WG. Erstens, jedes Bauwerk muss direkt mit dem Hauptgebäude oder zumindest mit einem am Hauptgebäude verbundenen Anbau verbunden sein. Zweitens, Blöcke zum Hochbauen als Bauhilfe oder um sich einen Überweg zu verschaffen, sind abseits von Hauptgebäude erlaubt, solange es kein eigenes Bauwerk darstellt. Also so ein Weg praktisch über höhere Dings und so, da weiß ich Bescheid. Drittens, Truhen dürfen zur Sicherheit oder zum Bereitstellen von Items ebenfalls abseits vom Hauptbau aufgestellt werden. Also Truhen betrifft das auch, das wusste ich jetzt nicht. Ja, da steht aber noch Maximal. was dabei. Ja, ich bin da noch dabei. Maximal eine Doppeltruhe. Ein Lager muss mit dem Hauptgebäude oder zumindest mit einem am Hauptgebäude verbundenen Anbau verbunden sein. Viertens, Wasser und Lava darf man abseits vom Hauptgebäude mit Blöcken stoppen bzw. entfernen. Fünftens, Wasser darf abseits vom Hauptgebäude zum Klettern und zum Umwandeln bzw. Löschen von Lava in Obsidian eingesetzt werden. Sechstens, bei 25 erlittenen Toten bekommt man eine Zusatzaufgabe. Das gilt auch für jeden weiteren, also jedes Mal, wenn man wieder 25 Mal tot ist, geht es immer so weiter. Also 25, 50 und so weiter. Siebtens ist ein Bauwerk geplant, das bei Fertigstellung mit dem Hauptgebäude oder den daran gebauten Bauwerken verbunden ist, dürfen Blöcke auch abseits gesetzt werden. Yay! Achtens, Dorfbewohner aus dem Nachbardorf dürfen nicht angegriffen oder eingefangen werden. Neuntens, Handel mit den Dorfbewohnern ist erlaubt. Zehntens, Tiere im Dorf dürfen getötet oder gefangen genommen werden. Elftens, im Nachbardorf bis zu einem Abstand von 10 Blöcken um das Dorf herum darf nichts gebaut oder abgebaut werden. Das gilt auch für die Felder. Der Abstand ist auch 10 Blöcke über und unter dem Dorf einzuhalten. Wer gegen die Regeln verstößt, muss eine Zusatzaufgabe erfüllen. Die Zusatzaufgabe muss der Gemeinschaft zugutekommen oder zumindest im Interesse der Gemeinschaft sein. Die Zusatzaufgabe darf aber nicht dazu führen, dass weitere Regeln gebrochen oder umgangen werden. Richtig. So, da hätten wir die Regeln. Ich werde euch die Regeln in PDF-Form zum Download auch geben, damit ihr das selbst noch einmal nachlesen könnt. So, und Uiuiui. Ben und ich hatten ja vor, die Burg zu erkunden. Und Noch? das Loch, ja. Da geht's ja gar Moment. nicht hoch. Wie kommen wir denn da Doch, jetzt hoch? irgendwo muss es hochgehen. Hier, So, jetzt fange ich aber auch mal hier. an zu Ja. reden. Für meine Jo, Zuschauer. Kalle. Ich wollte nur sagen zu euch, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Amboss für uns, ne? Ja, das ist eine gute Sache. Damit du nicht Denn lassen kannst. ich habe mir Ja. jetzt, ich hab mir jetzt zwei Schwerter gemacht. Der eine war nämlich Rückschuss 1, habe ich mich auch gerade aufgeregt. Meine Zuschauer haben das gesehen, dass ich im Chat Ohr geschrieben habe, genau deswegen. Und ich war auch ganz unten, wo das Haus von Daniel ist. Vielleicht möchtest du es deinen Zuschauern auch zeigen, Methos. Von dem Was? letzten Gast. Dein letzten Gast, ja, ich hatte dir ja da drunter geschrieben, dass es da noch eine separate Aufgabe gibt. Ich habe das ja auch ein paar Mal in dem Dings beantwortet, weil da wurde ja mehrfach gefragt, wer ist denn dieser Daniel? Kalle, da müsstest du mir dann auch nochmal den Link von dem Daniel geben zu seinem Ja, YouTube-Kanal, wäre gut. einfach nur III, Daniel, III. Dann hast du den schon eigentlich. Den Also findest du so wie sofort. es quasi hier steht, sozusagen. Ja, genau. Ja, das ist dann schon auch der Name seines Kanals. Ja, genau. Das ist der Name seines Jo. Kanals. Ja gut, ich werde Alter, das nochmal direkt als Link einfügen warum dann. hatten der so viele Tode? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Boah, der hat ja die meisten Tode von uns allen. Jo, der hat Aber sogar mehr als Yama. der muss aber jetzt noch herkommen, eine Strafe haben, ne? Nein, nein, das haben die Zuschauer auch schon gemacht. Gäste sind davon ausgeschlossen. Ja. So, Boah, wie ein Schwein. Ich habe ein Eisenschwert mit Schärfe 2 und Rückschuss 1, ist schon mal ganz gut. So, und Leute, ich laufe jetzt einfach mal hin da. Ihr habt ja gesehen, Diamanten haben wir Ach auch schon so, welche. dann haben wir ja noch eine Frage, die haben wir ja allgemein, ne? Was das Bauwerk im Nether angeht.
Und zwar sind wir nämlich auf den Gedanken gekommen, dass wir Ben dafür keine Strafe aufbrummen wollen. Aber da wollen wir euch jetzt erstmal fragen. Und zwar das Ich bin Portal. in die Lava gefallen. Nicht dein Ernst. Doch. I am Death. Oh, oh Hallo? Scheiße. Oh Wie nee. geil, I am Death. Hallo? Alekai versucht in Lava zu schwimmen. Zu schwimmen, gut. Ernsthaft? Ben, da Ja. sollte man nicht schwimmen. Das Ja, ich ist nicht weiß. empfehlenswert, wirklich nicht. Das ist kein Whirlpool und nichts für kleine Und Kinder. gleich die erste Truhe gefunden. Zwei Goldschwerter, Ach ja, er rennt jetzt da Feuerzeug voll ab. ja, und Hallo, Eisen. Ja, Ben, ich teile was ich mit dir, was ich finde. Es ist ja sowieso für die Allgemeinheit. Goldschwerter. Warum schmeißt man mir hier so einen Scheiß zu? Wer ballert mich damit irgendeinen Müll voll? Was heißt hier Müll? Ich hab dir schönes Eisen So, zugeworfen. und Aber was ich soll ich würde mit Sand ganz und Müll? gern Was soll ich damit anrichten? mal Ja, zu dann Ende kann ich ja. bringen. Guck mal über die Boah, ihr seid Stachelgamma, alle dann ganz wäre schön es hier laut, ne? sicher. Ihr seid alle ganz schön laut. Oh ja. Oh, der ist aber gemein Ja, hier. Leute, das ist der Raum, den sich Daniel gebaut hat. Der letzte Gast. Sieht doch ganz Tschüss. gut aus hier. Was steht Warte, hier dran? Kalle. Raum 777, bewohnt von Daniel. Sei vorsichtig, schon viele haben hier ihr Leben gelassen. Vergisst nie. Ah, okay. Okay, gehen wir gleich noch die. Oh, ich hab was gefunden, das wir brauchen können. Und zwar diese Pilzchen. Warum lege ich eigentlich erst was aus der Hand? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja das letzte Mal Seelensand mitgenommen, zumindest hier da ins Deck. Ach ja, Ben hat seinen Seelensand ja verschüsst. Ja, Ben, weil ich in die hast du Lava gefallen Holz? bin. Kanone Ben, und. mach nochmal, ich habe das nicht gesehen. Ne? Ich habe eine Idee, was wir machen Moment, können. Moment, Blaze Rod. Methos? Blaze, der ist böse. Ben, brauchst du Holz? Ja, Holz. So, Könnte dann dir wollte ich mit ja irgendwo Holz die Treppe. dienen? Warte. Ich mag es nicht, wenn man mir irgendwas Ben, zupustet. würdest du noch mal herfinden? Ja, Ey, ich denke Kalle, schon. wo hast du deinen Ja, weil sonst Schwert verzaubert? könntest du ja auch noch ein bisschen erkunden. Komm mit. Das Ich muss so. jetzt mal sehen, was ich Wow. mache. Den kenne ich ja noch gar nicht. Also ich bleib auf jeden Fall bei der Bam, Pumorak. direkt Sharpness drauf geballert. Methos. Ja. Ich habe eine geile Idee. Ja. Zwischen unserem Haupthaus hier und da ist, hier hat ja irgendjemand so ein Sandsteinhaus gebaut. Das ist bestimmt Jammer, ne? Moment mal, aus irgendeinem Grund kriege ich hier Schaden. Wer war denn das? Wir hatten hier dieses angefangen, ein Sandsteinhaus zu bauen. Wie Sandsteinhaus zu bauen. Ja, Ich! hier. Oh, lol. Also du, zwischen dem Sandsteinhaus und unserem Haus ist ja Platz. Da könnte man theoretisch mit Seelensand und also so ein Ding bauen, dass du Das kannst ist halt mein raus. Zimmer. Ich hab noch keins. Ne? Nein, das bleibt doch stehen, keine Angst. Aber ich dazwischen, zwischen deinem Zimmer und dem Raum von Tobias Tobler, da könnte man theoretisch eine Mauer bauen, die Kalle? unten zwei Blöcke, warte, zwei Blöcke offen sind und davor Seelen sein. Das heißt, die Zombies und Skelette kommen nicht mehr in unser Hof, aber wir können rausrennen. Kalle, beeil dich bitte. Und dann kommen wir Echt? selbst auch nicht mehr in den Hof, oder Stell dich wie? mal genau dahin. Wo? Dahin, wo Ah, der Pfeil da. ist. Ja, und dann guck mich an. Boah, sieht Bin das geil aus, ey. Warte mal, ein gestorben. Screenshot. Okay. Ich hab Shader reingemacht, Alter, Ach das sieht so. übelst krass aus. Jo. Also Oh, ich ein werde. Babyskelett. Ich werde jetzt mit ins Nether kommen, ne? Ach nee, Ja, das ich war ein auch. Baby-Zombie. Ah, nee, Ey, es wo sind sind die keine vier sonst Diamanten hier. hin? Ja, Ich hier ist bin auch ja auch immer noch so. ein Diamant. Jetzt Da ist nicht mehr. Holz. Nee, da ist nicht Mach mir jetzt die Holz. Da ist Diamantschaufel. auch noch ein Diamant. Mach mir jetzt die Alter Schwede, alter Diamantschaufel. Schwede. Oh, den hab ich. Was willst du mit einer Diamantschaufel? Bist du doof? Mach doch keine Scheiße, Mann. Das war Spaß. Das ist voll der So, Blödsinn, den sich eine haben wir. Schaufel aus Diamant zu machen. Im Ernst. Schauen wir mal weiter. Ich hab mir ein Diamantschwert Ey, verzaubert. wenn ich mal so überlege, ich habe eigentlich auch noch gar keinen Raum, ne? Doch, Kalle, du Dann hast gehen wir jetzt zu weiter. hier den Raum gebaut, oder Gehen wir nicht? da weiter. Hier oben. Da ist ein Skelett. Hier oben? Wo bist du, So, Kalle? den machen wir erstmal weg hier. Ach so, da. Ja, Und gucken wir sozusagen. mal. Hier war doch irgendwie so ein Durchgang, So. oder nicht? Ne, ja, hier oben war Moment ein mal, hier geht's Durchgang. hoch. Hier. Ja. Das ist aber die Hä? Terrasse. Ich glaube, ich baue mich auch hier oben hin. Das wird mein Raum später mit Nein, meiner nein, nein, Terrasse, nein, nein, aber. nein, nein, bevor So, wir gehen hier wir ins runtergeschossen Nether. werden oder Warte so ein kurz, warte Quatsch. kurz. Ich muss mir eine Truhe machen. Ganz kurz, um mein Schwert wegzupacken. Weil dein verzaubertes, mein verzaubertes Schwert will ich nicht mitnehmen. Dorthin. Das wäre ein bisschen blöd. Das verliere dann. Das Schärfe 2 und Rückschuss 1 drauf. Ich habe einen Blaze-Spawner gefunden. Ja, ich gehe jetzt auch ins Nether zurück. Lö, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Na, na, na. Dü, dü, dü.
Jo, und wenn ich nicht aufpasse, bin ich auch Warte, bald tot. Ben, warte kurz, damit ich noch mitkomme. Ich komme gleich mit. Ja, warte, Ich komm kann auch mit. nicht, ich bin gleich weg. Wo Ich gebe seid Gas, ihr? ich gebe Ich Gas, gehe mal ich gebe besser in Gas. Sicherheit ein bisschen. Ich So, will warte. Spaß, ich will Spaß. Zum Komm Glück jetzt wird der auf. Latest Death Point eingezeigt. So, Darf ich los. direkt Da kommt mal noch was keiner rein. Ja, natürlich darfst du auch was sagen. Aber ihr redet ja die ganze Zeit und ich will euch nicht ins Wort fallen. So, wo bist denn du, Ben? Oh, Sport. Also hallo Leute, ich rede jetzt auch und schreibe mir die ganze Zeit notgedrungen in Chat, wenn Boah. die Leute die ganze Zeit noch Ich glaube, hier reden. geht's bestimmt lang. Das ist so ein Ja. Tunnel, wo wir lang müssen, ne? Oh nein! Ja, Oh dort. nein! Methos? Wie ist denn das passiert? Ich habe Kalle, gerade einen wo bist Haufen du hin? Zeug verloren. Verdorrte? Kalle, wo bist du hin? Hier ist ein Methos, was Tunnel. bedeutet Methos verdorrte? Wo? Hier, hinter Ja, dir! ich habe da irgendwie irgend so ein Gift oder sowas gekriegt. Jetzt kann ich Methos erstmal sehen, dass ich ganz schnell da hinkomme, weil sonst ist nämlich alles weg. Die Chunks, die Sachen werden nur deaktiviert, also die Items werden gelöscht, despawned, wenn der Chunk aktiv ist und Warte, 5 Minuten chill mal streng das, gesammelt. ich weiß ja nicht gerade, warte Warte mal, hier was auf will ich denn Methos. hier? Ich muss da ins Haupthaus. Also der Nether Ey, liegt ein bisschen da bei unten mir. läuft Ben. Da, genau, da muss ich hin. Alle, ich hab Ben gesehen. Ach so, Okay. ich habe mir Wohin überlegt, gegangen? dass ich das hier automatisiere mit dem Portal. Zum Ein- und Methos? Abschalten. So, jetzt Ja. muss ich ja mal Wofür gucken. braucht? Wo Ja, waren klar, wir? wenn du Dings wieder wegziehst. Hallo. Was Da wegziehen? Ja, einen Stein mit einem Das Pisten heißt, die wegziehst, dann ist Richtung das muss ich irgendwie. aus. Genau da. Natürlich musst du es natürlich immer wieder Ja, anzünden, mal, aber. bitte. Wofür braucht ihr eigentlich Seelensand? Für die Dings hier. Ach, sag doch mal, für die Nether Pilze oder wie die heißen da. Okay, da hinten wurde angegriffen. Ich habe keine Zeit mehr. Netherwarzen, jetzt weiß ich's wieder. Ach, kein Seelensand. Da hinten wird Wie, Ben kein angegriffen. Seelensand. Ich habe keine Zeit Boah! mehr. Wir sind hinter Seelensand dir. braucht. Ja, Ben, wir So, sind jetzt muss hinter ich dem erstmal gucken, Gas. dass ich da wieder hinkomme. Und vor allem, wie viel Komm, braucht ihr? lass mal zu Ben laufen, ohne Meine Witz. ganze Warte, ich Folge töte den besteht Gast. praktisch nur aus Seelensandform. Ach Erstmal. ja. Kein Gas Witz. drinne, Gas Wie drinne. viel hast denn du da? Nein! 2 Stacks und 50. Ja, das ist schon ordentlich. So, und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da wieder hinkomme. Ich habe keine Schaufel. Ich habe mal eine Frage. Greifen Pigments eigentlich einen an, wenn sie Lust drauf haben? Nein. Nein, nur wenn du sie angreifst. Richtig, Nee, das ist das Gute. Ben, ich Gasgreifen. hab dich verloren. Gasgreifen einen doch auch Ah, da hinten ohne ist Ben. an, dass man Da hinten ist angreift, oder? Adrian, Ja, glaube ich. Gast greifen generell an. Hey, Weil ich höre ja die chillt mal, ganze ich Zeit komme nicht weg. hinterher. Wo ist denn hier jetzt, wie komme ich denn da jetzt rum? Einfach Wie im sind das Kreis letzte Mal auch da weiterlaufen. rumgekommen? Ey, Ben, ich bin hinter dir. Ich Alter, brauch Adrian, das chill mal. Ich Zeug. komme nicht so schnell hinterher, weil nebenbei leckt es ein bisschen. Hast du eine Pickaxe oder ein Netherrack Ah, für hier mich? sind Wie ist wir. denn da hinten hingekommen? Das hättest du dir mitnehmen müssen, das kann ich jetzt nicht geben. Was? Bin froh, wenn ich hier selber. Ja, Pickaxe und so ein Kram. Kommt in Ich die Hölle, habe hat aber nichts eine dabei, ey. Spitzhacke dabei für dich, Adrian. Ey, warte, ich Ja, hätte hier ein ich habe Gas. auch nichts dabei, also davon ab, aber mein Zeug liegt ja da hinten irgendwo. Ey, mein Arm wird taub. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Auf der Tastatur auf der Rückseite stehen meistens Gesundheitshinweise. So. Guck mal auf meiner. Ja, Tastatur. Nein! Feuer! Die Verwendung einer So. Tastatur oder Maus kann zu ernsthaften Verletzungen oder körperlichen Störungen führen. Weitere Hinweise zum gesundheitsgerechten Okay, ich werde Umgang verrecken. Ich mit habe nichts zu essen Computer mitgenommen, ihr finden Sie Trottel. im Warte, wo angenommen bist du? Hier, ergonomischen ich hab. Umgang mit dem Wo seid ihr Computer, denn lang? dass mit der Software Warte. dieses Gerät Bei Ben. installiert wird. Ja, Wenn hier, zu Ben. diesem Gerät Ben. keine Gute Software Sache. mitgeliefert wurde, finden Sie die entsprechenden Informationen im Handbuch. Erster Schritt im Abschnitt zu Oh, ergonomischen naja. Umgang mit dem Computer. Komisch. Sie können das Wenn Handbuch du was mitnehmen kostenlos. müssen. Ist das in der Hölle so, Ja, dass aber man warum keine Arme liest hat, du oder was? das vor? Naja, er hat gesagt, er kriegt einen tauben Arm. Und ich, und Ja, ja, aber sind mir den gerade die rechten Arm. Gesundheitsrisiken von meiner Tastatur Ja, aber eingefallen. da wollen wir doch nicht den Ben! ganzen Text jetzt hier haben. Chill! Ben, ich Ja. bin hier hinter dir. So, jetzt muss ich mal Ja. gucken. Brauchst du noch Das Essen? muss da irgendwo. Ja, ich kann auf jeden Fall, ne, wenn nicht Ja, schlecht. warte hier, ich schmeiß dir hinter dir Genau, hin. hier hatten wir uns herumgebaut. Ey, seid ihr nicht noch da? Seid ihr noch da hinten? Ich bin hier bei Ben jetzt gerade. Oh, leck! Ey, Ben, ich bin da, wo ich dir eben Essen gegeben habe. Wo bist du hin? Ah, da Ja, ich seid bin ihr. seitlich weitergegangen, weil ich hier Ja. auf jeden Fall noch was mitnehmen will. Netherquarz auf jeden Fall auch mitnehmen. Methos und ich, wir wollen dann noch was aus Netherquarz bauen. Was ist los, Kalle? Ja, möglichst Arschloch. viel, ne? Lille. Da kann man doch einen Hat er sich gerade noch Tag-Nacht-Sensor draus unterdrückt? machen und einen Comparator. Kalle, guck mal hinter dich. Gekriegt, da wollte er schon wieder anfangen mit seinem Heiße Sache. Lille. Alter. Ja. Ich wollte eigentlich mal Aber er hat sich noch mitmachen. gebremst. Leute, Mann. Methos, ist Das das weiß ich eigentlich gut oder schlecht, dass ich mich die Folge mit Reden zurückhalte?
Schlecht, weil wir Echt? Wollen dich ja auch hören. Du darfst aber reden, aber sonst nicht hieß singen. Es immer, ja, mal sei doch mal ein bisschen ruhig. Du darfst reden, aber nicht singen. Ja, mal, sei mal bitte laut. Aber nicht zu laut. Ich kann pfeifen, ist noch lauter. Ey, Ben, helf dir abbauen. Ich mach die Aufnahme Nein, gleich bitte zu Ende. Ganz nicht ehrlich, tun, nicht Aufnahme tun, nicht tun. Ich werde erst bei den nächsten 3 Wochen bestimmt nicht mehr vorbeikommen, weil ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß. Oh, Ben. Nee, Mann, Alter, ich habe Leute in meinem Kanal ohne Kack jetzt, ne? Die wollen anspruchsvolles TV und nicht so ein Müll. Dann sollst du bei mir gucken. Bei mir ist anspruchsvoller Kunst. Ach Mist, ey, ich schlag mir die ganze Zeit irgendwelche Backen vor der Nase weg. Bei mir ist anspruchsvolle Kunst. Außerdem Yolo! Hasse ich es, wenn man im TS pfeift. Ich bin fast tot. Das ist ein Gast. Komm schon, return to sender, bitte. Das war Kunst, oh, Ben. So. Das war keine Kunst, das war einfach nur Lärmbelästigung. Das war Kunst. Ich wollte damit bestimmt oh irgendwas aufmerksam machen. Ich muss nur noch gucken, meine Bildzeitung, wer mich schreibt, die wird das schon wissen. Ja, nee, ist klar. Oh. Bist nur Adrian. Wieso treffe ich das die ganze Zeit nicht? Ich weiß es nicht. Ey, hau ab, du Pigman. Du weißt nicht noch schlagen. Adrian, ja, dann schlag ihn mal. Dann kommt die Viecher aber auf dich zu und dann kriegst du die Hucke voll. Oder wir alle in dem Fall. Das wäre nicht so. Ich hoffe, dass ich da noch hinkomme. Ja? Ich hoffe, dass ich irgendwann mal dahin komme, wo wir waren. Ich hab den Gasti mit seinem eigenen Feuerball getötet. Ich bin schon da sozusagen. Ja, du musst das zurückschlagen. Sozusagen. Du musst immer kurz bevor, musst du ganz kurz das Schwert hier so. Ja, nee. Was ist denn das hier? Muss das sein? Was denn? Da komm ich nicht rum. Am besten gehst du her und wenn er so auf dich zukommt, schlägst du die ganze Zeit Alter, so. Schwede, ich finde den Weg nicht wieder. Ich finde den auch nicht wieder, weil ich bin hier auch irgendwo am Arsch der Welt. Ja, ich bin bei der Burg, aber ich komme nicht zu dem Ort, wo ich gestorben bin. Okay, Kalle, ich würde sagen, wir sind hier falsch. Ja, chill doch erstmal. Wieso sind wir hier falsch? Ich baue hier die ganze Zeit Quarz ab. Ey, du wolltest mir eine Pickaxe geben. Da muss ich runter auf jeden Fall. Das ist hier bestimmt total beschädigt. Und hier, klar. Geh mal rum. Nein, da geht's nur nach rechts. Da können wir nicht lang. Alter Schwede, bis ich da bin, ist das Zeug weg. Was hattest denn du alles dabei, Metos? Oh, viel. Was denn, wieso geht's denn da schon wieder hoch? Nee, hier geh ich nicht noch runter. Voll und dann komm ich mal. Ey, Kalle, ich seh die Burg. Komm mit. Also in die... Kalle? Also nicht in die normale Welt, von der sie da und im Fernsehen reden, sondern in die normale Welt von Minecraft. Wo siehst du die Burg? Ich seh die Burg. Vertrau mir, aber... Hoffentlich sterben. Ach, ich sehe die Burg auch, aber an einem überlebt. Anderen Punkt. Ich hab überlebt. Leute, ihr wisst schon, dass man diesen normalen Netherstein zu diesem Burg-Netherstein. Das gibt's doch nicht. Ich laufe hier als im Kreis. Das weiß ich ja mal. Deswegen sammle ich auch den normalen Stein. Weiß Metas das auch? Was weiß ich? Das geht dass nicht man den Nether. Also die normalen Netherstein zu Nether Bricks machen kann. Okay, wir sind jetzt auch in der Nether-Festung. Bei Magma Slimes. Dass man daraus Nether bricks, natürlich weiß ich das. Hä? Spawn hier jetzt Kisten? Nein. Entschuldigung. Kalle, Achtung, da ist noch ein Place. Der ist da um der Ecken. Sag mir, wenn er rumkommt, ich töte den. Lock ihn an, ich töte ihn. Weil wenn du brennst... Also das Zeug können wir vergessen. Jetzt habe ich sogar Pferderüstung und alles verloren. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Und ich bekomme es natürlich ab, ne? So. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Hier ist gerade ein bisschen Lärm. So, meine Kiste. So. Magma Slime, ich habe Magma Slime. Kalle, du hast so schön der Dings da abgebaut, die Netherwarzen. Das heißt, ne, ich nehme erstmal was. Wie wär's noch mit dem Seelensand? Ja, so, das nehmen wir. Das hat schon voll viel. Wir haben auf dem Rückweg, ich habe aus dem Kalle hier noch was gemacht. Wie kannst du mit der Faust abbauen? Die bauen sich ab wie normaler Sand. Wenn der sieht so vor sich hin. Beim Ben unterwegs zur Burg. Hallo Kalle. Ich habe noch ein Schwert, dass ich mich wehren kann. Dann pass mal auf den Sand hier. Komm, ich höre eine Blaze und das gefällt mir nicht. Ich nehme noch eine Pickaxe hier. Warte, ich glaube ein Stück weit. Okay, hier ist. Hier lang, hier waren wir noch nicht. Leute, meine Frage. So.
Hier ist eine Kiste. Ungefähr, dass dieses Portal... Rüstung. Oh. Welche? Ich hab goldene, zwei Stück. Ich hab Eisen, zwei. Und was für ein Portal? Das Nether-Portal im Nether. Ich finde das irgendwie so nicht ganz... So, diese Richtung. Wir dürfen uns nicht verlaufen, ne? Wieso? Kann mir mal jemand die Koordinaten von dem Nether-Portal sagen? Von dem Nether-Portal? Ja, im Nether. Kalle, Blaze, ich würde mich beeilen. Du meinst nicht eine Blaze, sondern einen Ghast. Halt! Hier an so Kreuzungen spawnen immer gern wieder Skelette, da musst du aufpassen, ne? Alter. Wenn eins direkt vor deiner Nase spawnt, bist du am Po. Chill mal. Oh, Alter. Leute, kann mir das mal bitte einer verraten? Keine Ahnung, wir sind da nicht mehr. Dann geht mal und sagt mir. Was los? Leute, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks Seelensand. Wo bist du denn? Im Himmel. Ich werde sterben. Ich bin geplaced. Mal hier hoch. Gewittert. Ich werde sterben. Ja, wo bist du denn? Ich hab's gefunden. Kalle, wo bist du? Ich werde sterben. Hier sterben alle wie die Fliegen, habe ich das Gefühl. Ich hab 2,5 Leben. 2. Wo bist du denn lang gegangen? Du bist weg und dann... Ah, da bist du. Du Arsch. Ein Herz. Ich sitze nicht. Du Wichser, Alter. Ja, ich sitze nicht. Was? Jammer, was? Ich komme gerade in die normale, da war also ja in die gar reale nichts. Welt und nicht in die von, normale vom Fernsehen, aber... Aber Kalle... Leute? Wo seid ihr? Hä, wieso lief die nicht? Metos, kommst du... Fangfehler. Oh nein! Ich gehe erstmal dahin, wo ich die Sachen verloren habe. Ich brauche das Zeug wieder. Aber ich will dir zeigen, was ich habe. Du darfst das geht zumachen, nicht. Ne? Das weißt du. Warum nicht? Weil ich das Zeug erst wiederhole. Das sind wichtige Sachen. Hier hinten ist nichts. Wie weit ist denn das noch? Noch ein ganzes Stück über 200 Meter. So ein Wichser. Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Nein! Kalle! Wie viel Leben hast du? Hör auf zu sneaken, dann sehe ich, wie viel Leben du hast. 14? Allerdings, 13? Leute, okay, das schaffst du. Metos will das ja anscheinend nicht, dass ich das noch in meiner Folge machen kann. Ich werde meine Folge jetzt an der Was Stelle denn? Was willst du denn machen? Ich dir das Zeug zeigen, was ich gefarmt habe. Ja, das geht Zeit. Aber nicht. Ja, es kann doch nicht sein, meine Folge auch immer. Chill mal ganz kurz. Ich will kurz ein bisschen regen. Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, hier ist irgendjemand rein, das sieht man. Da hinten ist eine andere Festung. So, auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Mal hier hoch. Mein schöner da unten ist Lava. Ich hoffe, dass ich wenigstens die Pferderüstung retten kann. Oh, toll. Ursprünglich rein in Feuer. Es war so klar. Da ist ein Wither. Ich bin hier hochgegangen, Adrian. Wo bist du? Ja, ich bin neben dir, Kalle. Hä? Nee, du bist nicht neben mir. Hä? Also, ich bin hier bei einem Wither-Skelett, ne? Da unten auf der Plattform? Ja. Ah, dann komme ich auch jetzt runter. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, gehe ich hier nicht mehr hin. Jedenfalls nicht so, um die Sachen zu holen, sondern nur noch um. Tschüss, Jamas-Zuschauer. Tschüss. Ach, danke. Komm jetzt runter hier. Warte. Und Alter Schwede. Die haben ja regelrecht auf mich gewartet. So. Vor dem Wither brauchst du keine Angst haben. Die machen eh nichts. Die sind voll harmlos, die Viecher. Die sind voll harmlos. So ein schwarzes Skelett hat Metos gekillt. Das gibt's nicht. Ja, mich haben sie schon wieder gekillt. Wie viele Tote habe ich jetzt? 18? 18, ja. Könnte mal jemand zur Burg gehen und das Zeug holen? Wir suchen ja die ganze Zeit, wir wissen noch nicht, wo du genau warst. YOLO! Chill, warte, jetzt muss ich warten. Ich hab nur noch 10. Ich hab nichts dabei, lass mich in Ruhe, ich hab doch gar nichts. Blöd, Mann. Kalle, helf mir! Kalle! Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen, aber ich tu's einfach. Ich könnte mir das gar nicht leisten, nochmal zu sterben, sonst müsste ich jetzt euch helfen bei. Wo denn? So. Ich kann grad nicht. Jetzt nochmal, da. Metos, da kann ich's dir zeigen. Warte. Da hinten ist ein Playspawner. Los, bau den mal ich ab. Hatte doch... Wo sind die Hosen? Los, schnell, da? Komm hinterher. Dann oh nehmen Gott. Wir noch hier so ein Goldhelm. So, das ziehen wir mal an hier. Von allen Seiten. So, was willst du zeigen? Ich werd sterben. Und das gibst du mir jetzt alles. Warum? Warum tust du es nicht einfach in die Truhe? Weil es ein Riesenaufwand war und ich den Aufwand mit jemandem teilen möchte. Gibt es im Nether mehr als nur eine Burg? Ja. Nein. Na, da gibt es viele Burgen. Gut, ja, mal reicht. Ich weiß doch gar nicht, wohin mit dem Zeug. Kalle, rechts! Wo leckt denn das im Leather so? Okay, Glowstone, das hast du auch nicht getragen. Lass mich. Da ist noch einer an der Lava.
Okay. Und eine Lohnroute. So, haben wir noch irgendwas, woraus ich eine Waffe machen kann, außer Stein? Ja, ist ja Lava ist tot. Aber ich habe hier gerade ein Widder-Skelett gesehen. Ne? Komm mit. Egal, komm mit. Wir gehen uns die nächsten. Da hinten sind noch eine Lohnroute. Komm mit. Zurück. Das ist gut. Warte, Kalle, wo bist du hin? Hier, ich stehe hier. So, da brauche ich noch eine Pickaxe. Aber ich habe jetzt. Die nehmen wir. Ich muss jetzt gleich erstmal. So. Achtung, Kalle. Nee, da will ich doch gar nicht lang. So, ist irgendjemand noch in der Nähe vom Portal? Nee. So, und keiner hat mich vorhin ausreden lassen, irgendwie, als ich das klären wollte mit dem Bauwerk beim Portal im Nether. Ja, was denn? Ja, dass wir, weil ja das Portal im Haus steht, dass wir das hier, also da wollen wir ja unsere Zuschauer fragen, dass wir das quasi als Erweiterung unseres Hauses sehen, dass das quasi unsere Nether-Erweiterung ist. Ob Kalle, die Zuschauer damit einverstanden sind. Ich bin hier oben. Da wo du in dieses Ding reingegangen bist, du hast dich doch rübergebaut. Oh, hier unten. Metas, ich hab mal einen Karamelldiamant gemacht. Karamelldiamant. Ja, ich hab mich hier rüber. Was ist denn bitte ein Karamelldiamant? Der liegt in der Truhe. Jammer spielt auf dem Server ohne Aufnahme. Das kann das Adrian sein? Komm mit, Kalle. Aber wo ist Metos gestorben? Ich werde jetzt. Ich bin gerade schon wieder auf dem Weg dahin. Ich werde mich bei euren Zuschauern jetzt erstmal verabschieden. Tschüss. Okay. Kalle macht seine Absage. Genau, bis gleich. Ja, toll. Ich sitze jetzt hier im Netherfest mit Kalle. Im Nether. Okay? Ja, ich bin auch im Nether. Wie gesagt, wir sind hier bei einer Festung, aber. Ihr seid bei einer Festung. Weißt du ungefähr die Koordinaten von einem Todespunkt? Ich weiß nur, dass es 300 Meter von hier ist, wo ich jetzt bin. Ach, das war so klar. Wie sind deine momentanen Koordinaten? 12.500 und 12.200. Ja, das passt. Warte, Metos. Aber es sind 300 Meter von hier. Ja, öffne mal die Waypoints und sag mir mal die genauen Koordinaten. Weil ich bin hier auf einer Festung. Radar, nee, warte mal, Wegpunkte, latest death, 12.417 und 12.417, ich laufe da jetzt schnell hin, ja? Ja, 12.012 ist das andere dann. Also ich muss da hinten in die Richtung, okay. Weil auf jeden Fall liegt da Pferderüstung und alles. Oh, wieder da bei euch hier. Kalle? Kannst du mir einen Fall tun? Hast du noch Pickaxen? So, ich muss da hoch. Eine. Ja, ich habe noch eine Steinpickaxe. Aber bitte. Ich will die Pickaxe auch jetzt nicht gewaltig aufbrauchen. Das wäre blöd. Komm zurück. Das heißt, wir gehen hier hoch. Warte, ich wie zurück. Ich habe mich ganz gerade lang gekramt. Da hinten will, wahrscheinlich, ne? Ja so. Weil ich will Metas Items holen gehen. Falls sie überhaupt noch da liegen. Ja, Metas, sag mir mal wieder die Koordinaten. Ich will die nämlich gerade in den Chat schreiben. Ich bin gleich bei der Burg. Gleich da. Hilfe. Ja, ich habe noch 170 Meter ungefähr. Darf ich eigentlich essen gehen? Ja, warum denn nicht? Weil ihr noch aufnehmt. Nein, ja, aber du musst jetzt verhungern gehen. Auf jeden Fall. Du kannst dich hier einfach muten oder was? Hier ist eine Burg. Hier ist eine Burg. Okay, dann mute ich mich jetzt und bin essen. Tschüss. Ja, tschüss. Für alle anderen Aufnahmen. So. Adrian, ich komme nicht mehr so schnell hinterher, ne? Ich habe nichts zu fressen. Ja, ich habe Essen. Essen ja. Heißt es. Entschuldigung, ich muss was essen. Ich habe nichts zu essen und die Zombie-Pigments verfolgen mich, weil ich außerdem einen geschlagen habe. Hier ist eine Kiste. Moment mal, kann man denn noch aus Versehen ein Zombie-Pigment? Da bist du. Hier war das hier, noch nicht. Komm mal zurück. Guck mal aus dem Fenster, wenn du zurückkommst. Da hinten weiter. Nein, falsche Richtung. Komm mal den Weg zurück hier, den Gang. Warte, welchen Weg, welchen Gang? So. Ja. Falsche Richtung. Genau, hier hinten bin ich. Huhu, hallo. Achso, da, hi. Metos? Ja? Ich bin jetzt hier bei einer Festung. Ja, ich auch. Das ist die gleiche Festung wie eben gerade auch. Ja, nee, die ist abgetrennt. So, ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach oben. Weil da oben muss es irgendwo liegen. Metos, wäre ja nett, wenn du mir nochmal die Koordinaten sagen könntest. Ich bin gleich da. Wenn ich jetzt nochmal auf die. Da habe ich schon mal. Jawohl. So, dann kommt schon wieder das nächste Skelett. Das hey, hau doch ab, Mann.
Ihr müsst mir dann irgendwann mal. Ich bin schon wieder vergiftet. Später, Dings. Also da hinten geht's zum Netherportal, das weiß ich. Sie vergiften einen jedes Mal, diese blöden Viecher. So. Aber das. Ich darf mich nicht treffen lassen von dem scheiß Viech. So. War trotz allem, würde ich mal sagen, wenn wir Metos Items haben, werde ich mal so langsam eine Folge beenden. Das war sowieso eine richtig coole Folge heute. Ja, auf jeden Fall mit Radar. Ich bin an einem Ort, wo ich die Sachen verloren hatte vorhin, aber ich glaube, das wird weg sein. Nein, hier liegt noch. Alles? Alles glaube ich nicht. Aber das meiste. Und ich bin schon wieder auf der Flucht. Gesundheit. Jetzt hast du mir deine Koordinaten gesagt. Nein, ich muss weg. Ach! Jetzt sag mir die Koordinaten von deinem Todespunkt. 12.433. Okay, warte, 12.433. Da laufe ich jetzt als allererstes hin. Das ist hier in diese Richtung. Ja, und 11.938, Höhe 68. 12.433, da laufe ich jetzt hin. 12.000. Oh Gott, ich werde angegriffen vom Ghast. Ja, genau. Das ist aber kein Problem. So, bei den 12.433 bin ich gleich. So, 11.938. Alter, wie weit bist du gelaufen? Und dann Höhe 68. So, ich bin jetzt bei 12.433. Ja, und jetzt 11.938. 11.000. Ach du Scheiße, ich muss da in diese Richtung. Ja. Das kann ja was werden. Und ich würde sagen, du beeilst dich. Weil da sind auch wertvolle Sachen dabei. Denn ich hab einen Ghast im Nacken, der mich abschießt. Jo. Die hast du meist im Nacken, weil die sind irgendwie ganz komisch. Die kommen nämlich nur von hinten, das ist mir aufgefallen. Ja. Bösen Viecher, die. Das sind hinterlistige Viecher. Ja. Metos? Ja, bist du tot? Nein, da wo ich hin soll. Metos? Ja, bist du tot? Metos geht gleich davon aus, dass du tot bist. Riesigen Lavagrube. Ja, siehst du? Ich weiß nicht, wie du da hingekommen bist, aber ja. Mit anderen Worten, du findest es nicht. Doch, ich baue mich da jetzt hin. Auch wenn die Folge bei mir jetzt schon wieder Überlänge hat. Nur wenn ich da jetzt noch länger warte bei den Koordinaten, dann despawnt das irgendwann. Alter Schwede, ich bin so krank ohne Scheiße. Jetzt fang ich ja schon an. Hab ich auch Minimap? Dann warte mal. Doch, ich hab Minimap an. Ich hab auch Minimap drin. Waypoints. New Waypoints. Sag mir mal wieder deine Koordinaten. Warte. Trag die jetzt da ein. Moment. Ich werd angegriffen. Ja. Könntest du jetzt oder könntest du jetzt nicht? Sofort, ich baue mich ein. So, Waypoints, New Waypoints. So, jetzt muss ich mal gucken. Die werden nicht angezeigt. Ach so, weil ich nicht im Nether bin. Ich bin ja doof. Ja, du musst in den Nether. Ja. So. Ach so, das sehe ich jetzt erst. Na dann, so, Wegpunkte. 12.433. Habe ich schon. 11.938. 938 und die Y? 67, aber vorhin hat er mir gesagt 68, egal, 67. Da brennt mir diese Lohe gerade den Arsch weg, das gibt's ja nicht. Au. Okay, da hinten in die Richtung muss ich. Okay. So, und ich besorge mir jetzt erstmal ein bisschen Zeug wieder. Ja, ciao, Kalle Haus. Und ich werde jetzt erstmal nicht so viel riskieren. Nicht, dass wir noch mehr Zeug verlieren, das wäre nicht gut. Damit das uns wäre nett, wenn du Pickaxe mitbringst. Das Schlimme ist, ich habe sogar das Nether-Portal verloren, ne? Ich habe keinen Waypoint, aber ich finde das Nether-Portal, eigentlich finde ich das immer irgendwann wieder, weil. Ja, weiß nicht. Ja, die Koordinaten, die kann ich euch ohne Probleme nachher geben. Haut doch ab, ihr Ghast. Mein Gott. Haben wir noch Eisen hier? Also, jetzt sag nicht, ich habe das Eisen vorhin mitgenommen, ne? Alter, mein Inventar ist so voll, das glaubst du gar nicht. Nein, Sache ist bitte nicht. Nein. Boah. Ich, Depp, hab das Eisen, glaube ich, mitgenommen. Du musst es finden, egal wie. Jetzt sag nicht wirklich, du hast das ganze Eisen mitgenommen. Anscheinend doch. Nee, oh, nee, hier ist es. Oh, meine Fresse. Ich wollte schon gerade wieder los. Hier ist er wahrscheinlich runter. Dann machen wir noch ein Schwert. So, ich bin noch 360 Meter von deinen Items entfernt. Ich hab noch 28 Brote, das wird eng.
Aha. Ich bin mit einem Stack ins Nether rein. Okay, jetzt suche ich, warte mal, sortieren wir das Ganze erstmal. Da haben wir Holz, so. 270 Meter. So, dann... Laufen, ich komme jetzt überall ohne Probleme durch. Und so. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht hier unter mir in die Lava. So. Nein, du solltest nicht dahin. Geh eigentlich weiter, oder was? Das hier so. Sieht nach einem gegrabenen Weg aus. Okay, Meteos, noch 100 Meter von deinen so, Items. So, das machen wir wieder rein. Ich sehe die Festung. Ja, hier hast du, kann das sein, dass du dich so gerade rübergebaut hast? Ja, ich habe stellenweise habe ich mich rübergebaut. Ja, weil hier ist so. So, was haben wir hier? Pickaxe brauche ich noch. Die machen wir aber aus Stein. Die, aus Stein reicht völlig. Nehmen wir so 2-3 Stück mit. So. Also hier, ich bin auch, wie gesagt, 100 Meter von einem. Hier geht's in eine Burg rein. Jetzt bin ich in einer Burg drin. Ja. So, du hast gesagt, da ist ein Widder-Skelett. Ja, also das aufpassen. Ist oben drauf. Das sind einige Skelette. Ey, Ben, du bist hier in der Festung. Ja. Was bin ich? Du bist hier bei mir in der Festung. Woher willst du das wissen? Weil ich dich auf der Minimap sehe. Ich wollte doch was zu essen mitnehmen, ich Depp. Ja, kann gut sein. Ich weiß nicht, ich bin einfach mal gelaufen jetzt und hab meinen Deathpoint verfolgt, sozusagen. Wenn du die Sachen hast... 100 Meter zu deinen Items, noch 80 Meter. Wenn du die Sachen hast, kommst du erstmal zurück. Das Magma-Schleim. Und dann würde ich sagen, dann beenden wir erstmal die Folge und ich sehe erstmal zu, dass ich was zu essen wieder ins Inventar kriege. Ja, die Folge ist dann doch ein bisschen länger, liebe Zuschauer, aber das macht mir gerade nicht. Wo ist er denn? Bist du unter mir irgendwo oder was? Nein, ich bin... Warte, Ben. So nicht, mein Freund. Du nicht, du... Nein, nicht schon wieder. Stopp, bleib stehen, Ben. Alter Schwede, 19 Tode habe ich schon. Uhu. Warum gräbst du dich nach oben? Was machst du da? Achso, komm mit. Zu Metas Items. Ja. So. Da hinten liegen sie. Wir müssen irgendwie nur noch hier rüber. Wusste ich doch, dass da was hinter mir herläuft. Ach, gut, dass ich Mob-Griefing ausgemacht habe. Weil das hätten wir nicht auch noch gebraucht. Ben, darf ich? Die Kuppel war du stehst im Weg. Arbeit. Hast du das, wenn Leute sich mir in den Weg stellen, ehrlich? Und der drängt sich ja so durch. Ben, nicht mehr. Lauf du mal da lang. Ich lauf woanders hin, das nervt mich. Entspannt da würde ich bleiben. Ausrasten. Ich mag sowas gar nicht. Krieg schlechte Laune bei sowas. Okay, das wird das Skelett ist tot. Nein, keine schlechte Laune. Doch, kriege ich aber, wenn er mal die ganze Zeit sich da vordrängt und alles. Ja, was denn? Hier sind keine Items. Die müssen da sein. Hier sind keine. Oben drauf. Auf der Brücke. Da habe ich schon nicht geguckt. Warte, ich grad mich hoch. Ne, hier oben drauf liegt auch nichts mehr, Thorst. Ja, dann ist jetzt einiges verloren. Es ist kein Witz. Ja, das hier. Ist, weil du die ganze Zeit im Chunk warst. Hättest du einfach mich wieder suchen lassen, dann hätte ich die Sachen auch wieder gefunden. Ich war nicht im Chunk. Ich war immer 400 Meter ungefähr von der Dings da entfernt. Und du wirst lachen in der Burg, wo du gestorben bist, ne? Ja, und dann habe ich die ganze Zeit dort gewartet wegen den Koordinaten. Das heißt, ich war im Chunk, deinetwegen. Egal, ist weg. Können wir nichts machen, ist weg. Da, und Ben, wo bist du jetzt hin? Und die ganzen Netherwarzen sind auch weg. Ich habe noch Netherwarzen, 16 Stück und ich habe Seelensand. Gut, dann komm jetzt erstmal zurück. Ja, wenn ich... Ben, wo bist du hin? Nein, nicht Ben suchen, zurückkommen. Bring die Sachen nach Hause. Ja, ich will bevor ja du tot bist. Denn ich will ja mit Ben zu Hause zusammen nach Hause laufen. Ben, gehst du auch nach Hause? Wo ist denn Summon? Warte mal. Dann können wir die Aufnahme langsam beenden. Würde ich sagen. Ja, ich muss noch Summon suchen. Ben, ich bin hinter dir. Wo bist du? Bleib stehen. Du bist irgendwo da oben. Lauf zurück. Ich bin unten, du bist irgendwo oben, ne? Hallo, guck mal, ich guck hier aus dem Fenster. Da bist du, warte, ich komm nochmal hin. Irgendwie. Weil ich habe mir nämlich gerade so überlegt, wir haben ja hier noch so ein freies Feld. Kann man Nether anpflanzen. Und da auch, ja, dann machen wir hier machen wir die zwei Felder, würde ich sagen. Ja. Komm rein, mein Freund. So, und jetzt nicht weg zum raus aus dem Nether. Aber ratzfatz. Oh, hier ist das. Nein, die sollte doch gar nicht. Nee, Metos, kannst du mir einen Gefallen tun? Einmal bitte ins Nether reingehen, im Nether mir die Koordinaten sagen. Für ein Waypoint, dass wir jetzt zum Portal finden. Moment, sag ich dir. Warte, Ben, wir bleiben jetzt erst. Wir müssen jetzt
Ja, ich will nur noch normal schnell, gehen. die Aufnahme wird noch eine Stunde lang und dann habe ich ein ja. Problem. Nein, ich renne ja schon, ich renne ja schon, ich renne ja schon. Meine Aufnahme, die ist schon ewig lang. Ja, die wird wahrscheinlich eine Stunde lang sein, das heißt, ich werde 24 Stunden brauchen, um die bei YouTube hochzuladen, weil YouTube hat ja Google Plus, wie jeder Zuschauer weiß. Und Google Plus ist so ganz toll, die machen nämlich einem die Leitung ganz langsam, damit man auch richtig schön lange als YouTuber davor sitzt und sich ärgert über den Mist. Okay, wir nehmen jetzt schon 40 Minuten. So, warte, ich gehe gerade durchs Portal. Ja, okay, M. So, Waypoint. Also, ich bin bei 12.506. 506, ja. 12.508. 12.508. Okay. Höhe 93. Oh ja, die Höhe, die habe ich vergessen. Scheiße. Waypoints, Edit, Höhe 93. Okay, Ben, wir dürfen jetzt erstmal getrost 500 Blöcke zum Portal laufen. Folge mir einfach. Oh Gott, nee, da geht ja, ja, ich folge dir einfach. Direkt in die Lava. So sieht's aus. Ah, wir müssen hier runter. Hier ist der Weg von Methos. Ja, nach Hause kommen. Nicht sterben. Wenn es möglich ist. Weil wäre nicht gut, wenn ihr die Sachen verliert. Ja. Du da, ich habe ganz viel Sachen drin in meinem Inventar. Hey, was hat sich gereimt? Mann, bin ich gut. Damit, warum rennst du eigentlich die ganze Zeit? Dadurch kriegt man viel schneller Hunger. So. Kartoffeln auch mal vermehren hier. Ich tue in den Gefahrengebieten von Ghasts. In der Zwischenzeit. Stimmt, weil guck mal, wenn die Schieren Ghast runterschießt, ist aus. Da kann man mal sehen, dass ich für Survival absolut nicht tauge. So, zumindest nicht im Nether. Normal gehen. Aber das ist ja Standard bei mir. Irgendwie. Und er rennt und rennt und rennt. Die ganze Zeit fragt er mich immer, wo ich bin. Aber er selber achtet nicht drauf, wo ich bin. Naja. Ich sehe es auf der Minimap, dass du direkt hinter mir bist. Keine fünf Blöcke. Und Ben, dann setzt du dir da mal so ein Waypoint, ne? Ja, ich bin ja, genau. Bei mir hat sich das. Achso, liebe Zuschauer, das wisst ihr gar nicht. Bei Minecraft hat mich gezwungen, ein Update zu machen. Deswegen war bei mir alles weg. Minimap, alles. Das heißt, die Punkte, die man setzt, sind definitiv dann auch weg. Yep. Waypoints. Und deswegen waren bei mir die Waypoints weg. Jo. Warum auch immer du gezwungen wurdest. Ja, bei mir hat Minecraft sozusagen gesagt, oder es hat Minecraft vielmehr befohlen, wenn du dieses Update nicht machst, darfst du auch nicht spielen. Was? Dem Gast ist es jetzt aus. Ach komm, Alter, er muss jetzt unbedingt mit dem Gast rumspielen. Ich will nach Hause. Ja, hör doch auf! Ich bin doch schon auf dem Weg. Ben, du läufst falsch. Oh Gott, bring das Zeug nach Hause, nicht, dass es noch weg ist. Ben, du läufst falsch, aber er läuft komischerweise genau in die gleiche Richtung wie ich. Ja, nee, du wolltest so nach links abbiegen. Nein, wollte ich nicht. Du bist ja Gast. So. Dann mache ich jetzt erstmal ein paar Brote. So, der Gast ist erledigt. Er hat mir voll den Popo abgefackelt. Aua, immer auf meinen Pürzel. Immer auf deine Puberze. So, dann ist bald mal beim Tor, ey. Was wollte ich machen, genau? Ja, wir haben noch 170 Meter. Wieder ein paar Brote hier. I am running und I'm running. Welche Sichtweite hast du eigentlich eingestellt? Egal, da gucke ich gerade nicht drauf. Ich will aus der Hölle raus. Das ist mir alles. Ist das Portal. Oh, nee, fragt er mich ernsthaft nach irgendwie welchen Sichtweite. Er rennt und rennt. Wenn ich weiter vorlaufe, ob du mich dann noch siehst, das meinte ich damit. Oh, nein. Nö, fast nicht mehr. So. Also, weiß ich nicht. Ich sehe es da hinten noch. Ich glaube, von hier aus komme ich, glaube ich, weiter. Ich weiß, wie es weitergeht. Da kannst du ruhig vorlaufen. Ist mir scheißegal. Dann begrüßen wir Zuschauer, der scheißt doch unsere nicht. Heimkömmlinge. wer ist überhaupt als nächster dran, einen Gast hier zu bestimmen? Mal so nebenbei. Ja. Okay, das müssen wir dann auch zubauen. Ich habe extra auf dich gewartet. Und ich hau jetzt ab ganz schnell raus und die Sachen ganz schnell in die Kiste gebracht, weil dann sind die endlich safety. Da habe ich nämlich ganz viel Kram mitgebracht. Da sind sie. Gib mir die Netherwarzen, dann setze ich die. Machen wir in der nächsten Folge. Kiste voll. Haben wir hier eine Kiste, wo man irgendwas reintun kann? Da sind alle schon so weit wie voll. Ja, das müssen wir irgendwann mal sortieren, alles. Creeper! Was? Creeper. Wo? Ich habe zwei Creeper fallen gehört. Achtung. Die werden draußen sein. So, alles klar. Dann beenden wir jetzt die Folge. Das war so grausam. Ich würde sagen, diese Folge ist schon viel zu lang. Ich gehe in meine Kammer zurück, da habe ich meine Ruhe, da gibt es keine Geister. Ja. Geister, diese Folge nenne ich mein grausamstes Let's Play. Das ist doch gar nicht wahr. Achso, wegen den vielen Toten. Ja,
Ich wollte gerade sagen, so schlimm waren wir doch gar nicht. Gut, und ich nenne dieses Let's Play, keine Ahnung, Burg und Erfolg? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay. Ich hab dann auch jetzt Kisten hingestellt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich sage dann tschüss. Und ciao. Tschüss.